Auf jeden Fall das Level da. Hi, Sheila! Die Seenotzer haben eine Festung an unserem Strand gebaut und wir wollen sie in die Luft jagen. Du musst nur erst alle Geschütze für uns zerstören. Wir zünden jetzt eine Bombe. Also sorg dafür, dass alle Geschütze platt sind, bevor die Zündschnur abgebrannt ist, okay? Ja. Zertrample alle Geschütze, bevor die Bombe explodiert. Okay. War das vorher auch schon so hoch? Das ist irgendwie... Ich weiß nicht, das verhält sich irgendwie komisch. Oh, oh. Haben wir noch geschafft. Eieieiei. Wow, ich habe die Explosion echt überlebt. Gut, dass dieses Ei in meiner Tasche sicher verstaut war. Molly, ich weiß nicht mehr, was ich eben erzählen wollte. Sehr schön. Haben wir hier noch irgendwas? Hier war so ein Hühnchen, wäre ganz nett. Aber zum Einsammeln ist hier nichts mehr. Komm mal her. So. Okay, dann wäre das auch geschafft. Dann gehen wir mal hier unten weiter. Gleich wieder ins Wasser. Wir haben ja noch einige Minispiele, die auf uns warten. Hey. Doofkopf. So. Ich glaube, wir haben ja alles. Hier ist auch der nächste Punkt. Such das Vieh mal direkt. Wo bist du? Da. Bist du das? Ja, das ist das Hühnchen, glaube ich. Wenn ich mal kriegen würde. Da. Aber das ist irgendwie, normalerweise ist das richtig schnell und schwimmt da unten durch den Tunnel durch. Aber na gut. Dann halt nicht. Ist auch okay. Ich hab's wenigstens gefunden. So. Restliche Edelsteine suchen, das ist hier nicht so toll. Also ich habe, wir haben ja glaube ich einen so einen Unterwasserkanal. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Da mal dieses Boot-Ding. Und da bin ich echt auf die Steuerung gespannt, weil die war im Original schon kacke.
So, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich werde jetzt erstmal mit ihmchen hier quatschen. Es hat geklappt. Der Oktopus hat den Kerkerschlüssel fallen gelassen, als er mich geschüttelt hat. Jetzt kann ich meine Freunde befreien. Yay. Oh, bevor ich es vergesse. Einer dieser Rhinoxe hatte dieses Ei in seiner Brotdose. Dizzy. Moment. Das ist ja lustig, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass Spyro unter Wasser so die Luft anhält, so mit so dicken Backen. Das ist schön. Schönes Detail. Okay. Ich glaube, hier auf diesen Dingern lag noch was. Oder auch nicht. Dann machen wir... Machen wir hier hinten das zuerst und dann machen wir das Brotding. Ich hatte ein Drachenei für dich, aber ich habe damit unseren superschnellen Abflusstunnel getestet. Die gute Nachricht, es ist heil am anderen Ende angekommen. Die schlechte Nachricht, jetzt kriegen wir es nicht mehr zurück. Die Frage ist, woher weiß er, beziehungsweise sie, weil es ist Sandy, dass das gut angekommen ist. Der Tunnel ist voller Rhinoxe und schwimmender Minen. Du bekommst das Ei nur, wenn du alle Rhinoxe im Tunnel besiegst. Okay. Mal gucken. Okay, das ist sehr drifty, nenne ich es mal. Ja. Also man driftet sehr. Es ist. Man kann es mit Driften eigentlich ganz gut beschreiben. Und man kann auch nicht nach unten oder nach oben. Also man bleibt auf dieser Höhe, wo ich jetzt bin. Was im Original auch nicht so war. Oh, die habe ich verpasst. Ich weiß, dass ich alle besiegen muss. Hast du mir vorhin schon mal gesagt. Aber es ist halt ein bisschen schwierig, wenn man so driftet, ne? Super. Das war, glaube ich, der letzte Rhinox, der da war. Naja. Aber ich glaube, man sieht das auch sehr, dass man driftet. Also, das war, man ist im Original ist man in eine Richtung geschwommen, da ist man auch dahin geschwommen, ohne noch irgendwo hinzurutschen, sag ich's mal. Okay, haben wir es geschafft. Dieses Ei hat eine überraschend gute Strömungsdynamik. Ab sofort sind alle U-Boote eiförmig. Duke. Gesundheit. Gut, dann können wir uns jetzt hier wieder verabschieden. Und das lustige Boot-Spiel machen. Ich finde das lustig, dass es hier so trocken ist, obwohl hier halt überall Wasser ist, ne? Na gut, also hier am Rand ist ja so ein bisschen grün, aber der Rasen sagt was anderes. Pluto, der Rhinox, hat uns zu einer Seeschlacht herausgefordert. Unser Schnellboot gegen sein Hai-Atom-U-Boot.
Wenn wir gewinnen, bekommen wir das Drachenei, das er bewacht. Ansonsten blüht uns ein Monat Küchendienst. Also, willst du es mit Bluto aufnehmen? Ja, das Risiko gehen wir ein. Okay, viel Glück. Denk dran. Halte dich vom scharfen Ende fern. Okay. Okay, wir können auch nicht zielen. Die Edelsteine hole ich mir gleich. Boah. Kein Boost? Also, ist sehr langsam. Okay, da haben wir ein, zwei, drei. Okay, die fahren auch wohin, wo sie hinwollen. Also, das war ja wohl mal lächerlich. Wow, das ist das erste Mal, dass Bluto verliert. Ihr Drachen müsst sehr talentiert sein. Ich hoffe, das Ei war den Ärger wert. Jackie. Also, es war viel, viel einfacher, als ich dachte. Gut, dann können wir hier die restlichen Edelsteins einsammeln. War das ein Edelstein? Nee, es war nur eine Scherbe. Okay, dann machen wir erstmal hier unten alles. So weit wie möglich. War schon alles? Ich werde hier gleich nochmal testen mit dem Sparks-Ding. Um zu gucken, ob wir hier wirklich alles haben. Aber normalerweise müssten wir eigentlich eine Nachricht bekommen, dass wir alle Edelsteine haben. Weil es ist ja eigentlich so das letzte Stückchen hier. Aber uns fehlen noch eine ganze Menge, ne? Also unten ist auf jeden Fall noch was. Ja, ein Fünfer. Noch was? Weiß ich nicht. Ja. Okay, das sieht jetzt ja nach Ende aus, dass wir da hin sollen. Ja. Okay, uns fehlen 31 Edelsteine. Das ist doch mal etwas. Die Frage, wo, ne? Aber Moment. Der Weg. Dieser Weg wird ein leichter sein. Aber es sind auch keine 31 Edelsteine. 25. Da drüben, sagst du? Was fehlt uns denn da? War hier irgendwo noch so eine Kiste, die man aufbrechen konnte? Oder bei Sheila? Nee, da ist ein Einer. Das zeigt die zu Sheila. Finde ich auf jeden Fall sehr angenehm, dass Sparks das machen kann, dass es sagt, ja, hier ist zwar nichts, aber in dem und dem Level ist noch was.
Ja, also es zeigt sehr da rein. Ach, Moment, hier gab es irgendwo oben noch was, ne? Da, natürlich. Natürlich, ganz vergessen. Ja, ja. Jared? Hoffentlich nicht Evil Jared. Und 25 hört sich auch... War doch 25, ne? Jo, läuft. Haben wir alle Edelsteinchen. Und natürlich haben wir auch eine ungerade Zahl, weil wir haben ja bei, wie heißt das Level noch? Wolken, Stadt, Ding. Ne, nicht Wolken. In dem Krater da haben wir natürlich nicht alle Edelsteine holen können. So. Dann können wir jetzt Richtung Gartenstadt, ist das, glaube ich. Ja. Aber wir machen erstmal den Bauernring. Weil dann haben wir hier nämlich alles. Beziehungsweise so gut wie alles. Gehen wir rüber zum Ballon. Ja. Ich muss mal gerade mein Milchstring leer trinken. So. Wir gehen noch nicht hier rüber zum Ballon. Wir gehen erstmal zum Bauernring. Falls er denn überhaupt so heißt. Ich glaube, der heißt noch nicht mal so. Das ist irgendein anderer. Pilzstrecke. Genau. Bauernring gibt es aber, glaube ich, auch noch. In Gartenstadt. Hier haben wir auch wieder eine tolle Aufgabe mit Jäger zusammen. Okay, Sparks redet tatsächlich richtig. Also, wenn man sich darauf konzentriert, kann man verstehen, was er sagt. Machen wir erstmal den Zeitmodus. Okay. Die Schmetterlinge haben sehr große Münder. Und die Pilze sehen sehr schön aus. Ich bin ja sowieso voll der Pilzfan. Die gefallen mir richtig gut. Würde mir am liebsten so einen hier ins Haus stellen. Spinnen sehen immer noch genauso aus wie damals. Das ist schön. Wow. Sehr große Münder. Oder sind das Augen? Es sind Augen. Ich dachte, es wären Münder. Müssen wir hier irgendwie einen Punkt oder sowas machen? Also eine bestimmte Bestzeit? Gerade mal gucken. Nee. Das ist gut. Das möchte ich doch gar nicht. Ab ins Wasser. Ich möchte jetzt gerne das Rennen fliegen. Sabina. Das Schmetterlingsrennen, bitte. Ich
Ich bin mal gespannt, ob sie das geändert haben mit den Hummeln. Da war nämlich auf dem Bauernring, glaube ich, dass das da hieß, das Rennen gegen die Hummeln, obwohl das überhaupt keine Hummeln waren. Ho, ho, ho. Hier wird, glaube ich, gesagt, dass man, wenn man hier so durchfliegt, dass man driftet. Ja, tut man. Okay. Aber es ist nicht so schlimm wie unter Wasser. Sternkraft, wahrscheinlich weil wir eine bestimmte Anzahl an Powersternen benutzt haben. Ich nenne jetzt einfach mal Powersterne. Benutzen die das? Ja. Du auch? Ja, schade. Ich finde, es geht vom Driften her. Die dritte. Oh, scheiße. Bäm, sechste. Die Tröte ist so lustig, die so... so lustlos irgendwie. Fab, fab, fab. Oh, das war sehr knapp. Das war sehr knapp. Aber ich bin jetzt schon Dritte. Das war eben noch nicht so... nicht so gut. Uiuiui. Hey! Ja, man kann die auch noch abfackeln, das ist sehr schön. Okay, wir sind Zweiter. Oh, schon wieder so knapp hier. Vorne ist der Erste. Hoffentlich holen wir den noch ein. In der letzten Runde. Oh, da wird knapp. Aber der nimmt den nicht, den Stern nicht mit. Ah! Ja! Oh, da war er. Ganz schön knapp, du. 2-1. Wunderschön. Beenden. Eieiei. Dankeschön. John. Ist süß. Ich möchte jetzt gerne noch in den Zeitmodus spielen. Ja, das will ich jetzt nicht wissen. So, wo ist denn der Dicke? Der olle Jäger. Da. Sehe ich doch schon von hier aus, dass er da ist. Schafe in fliegenden Untertassen sind gerade aus dem Nichts aufgetaucht und zerstören die Rennstrecke. Ich muss ihnen wohl in meinem Flugzeug eine Lektion erteilen. Nichts wie los. Schafe, jetzt komm ich! Okay, quadratisches Turbo. Wow! Oh. Schafe in fliegenden Untertassen. Ich ja, muss ihnen wohl okay. Achtung, Schafe, jetzt!
Aber es ist ja nicht auf Zeit, ne? Das hört sich ganz schön brutal an, ey. Ach man. Also die... Achtung, Schaff! Die Hitbox war ein bisschen komisch hier. Die hatten wir schon. Und es lässt sich um einiges träger steuern als im Original. Ach komm! Ich hab den doch eindeutig getötet. Einer fehlt noch. Ich glaube, da ist er gerade rumgeflogen. Da hinten. Na, wo bist du? Ist eigentlich eine kleine schnuckelige Insel hier, ne? Da. Haha. Wuhu. Sieh nur, der Truppführer hatte dieses Ei entführt. Tata. Tata. Ich will gar keine, ich will nach Hause. Gut, dann können wir jetzt zum Boss gehen. Dann Sergeant Bird befreien und wieder zurück nach Bad Sonnenaufgang gehen. Ja, ja. So, bin ich mal auf den Bosskampf gespannt. Ich habe jetzt gerade gar nicht im Kopf, welcher das ist. Ist das mit dem grünen Vieh? So. Ich weiß, ihr habt auf mich gewartet. Und dann können wir auch Sparks machen, genau. Aber ich will mit euch eigentlich gar nicht reden. Nach Gartenstadt, bitte. Auf dem Weg nach oben. Hat mal ein bisschen bequemer hingesetzt. Das Verlies von Bass. Wir bekommen jetzt bestimmt noch eine Zwischensequenz. Hör mir genau zu, du dummes Girl. Ich frage dich zum allerletzten Mal. Warum zum Donner ist dieser verflixte Drache noch hier? Ich wollte ihn verjagen, Eure Hoheit. Aber er hat einfach vor gar nichts Angst. Vor nichts Angst? Vor nichts Angst? Wozu habe ich dich all die Jahre trainiert? Benutz etwas Magie! Hier ein Zauberbuch. Rufe ein Monster und mach ihn fertig! Fertig machen? Egal wie du es anstellst, nutzloses Gehör. Hauptsache, du wirst ihn los! Okay, was haben wir denn hier? Das sollte klappen.
Ihr könnt mich hier nicht für immer einsperren. Luna, lass mich hier bloß raus. Das ist inakzeptabel. Du, komm her. Oh je. Was soll denn das? Okay, es ist das grüne Ding. Alles klar. Ich fand das mit dem mit Sergeant Bird so zwischendurch eigentlich ganz cool. Als ich gehört habe, dass die Zauberin dich überfallen will, bin ich sofort hergekommen. Aber keine Sorge, diese feige grüne Kröte wird kein Problem für uns sein. Okay. Uäh. So, ab in die Lava mit dir. Schatz. Oh. Es ist irgendwie süß, das Vieh, ne? Also es ist auf jeden Fall süßer als im Original. Dieses Kreissägengeräusch, wow, auch noch da. Hey! Nicht mehr dran gedacht, dass der noch so einen Feuerkreis macht. Oh, ein... das brauche ich. An irgendwas erinnert mich das Vieh. Ich weiß nur nicht an was. Ah, da ist noch ein Schäfchen. Eieiei. Das war Glück. Lava mit dir. Einmal müssen wir, glaube ich, noch. Ja. Na, so. Schafft. Jetzt ist Schluss. Grayson. Jason. So, dann geht's jetzt ab weiter Richtung Gartenstadt. Gartenstadtwelt. Und dann können wir da endlich. Ne, ich hol da erstmal alle Edelsteine, würde ich sagen. Und dann machen wir Sergeant Bird. Befreien wir dann. Dann bin ich mal gespannt, wie die Gartenstadt aussieht. Oh, Bildchen. Bildchen angucken. Gab's die Bilder auch in Art Sonnenaufgang? Ich weiß gar nicht. Das ist cool. Okay. Durchgehalten, als ich erwartet habe. Aber du hast nicht die leiseste Ahnung, was noch auf dich zukommen wird. Ich schlage vor, du nimmst deinen Katzenfreund und sämtliche Eier mit, die du gefunden hast, und verkriechst dich nach Hause, solange du noch kannst. Das rate ich dir zu deinem Besten.
Mach mal low, ey. Bist so aggressiv. Okay. Wasser sieht wieder sehr schön hier aus. Ja, so ein schönes Dings. So ein Stein mit Rasen drauf. Gefällt mir.